kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Clashtor. So, wir wollten, glaube ich, versuchen, hier in die Gewölbe zu kommen. Wir haben ja letztes Mal noch einen Schlüssel bekommen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ah, schade. Ich dachte wirklich, dass... Aurahammer. Ich dachte wirklich, dass wir dass wir jetzt den Schlüssel haben und da rein können. Aber vielleicht kann ich ja nochmal mit ihm sprechen. Hey, Till. Nee, erstmal nicht. Ja, und ich hatte mir überlegt, dass ich da unten aufräumen könnte, und zwar mit Trick 17. Könnte die alle ins Wasser locken. Die dann vielleicht so fertig machen. Aber ich weiß auch nicht, warum da so viele Kreaturen sind, weil von hier oben sehe ich jetzt gar nichts Interessantes, außer natürlich Geld in Form von Perlen, die ich dann wieder verkaufen kann, die in den Muscheln sein könnten. Oh, da hinten ist noch eine Pflanze. Ja, dann bin ich jetzt gerade mal ein bisschen überfragt. Hier war nichts mehr, ne? Schade, ich dachte, jetzt geht's da wirklich weiter. Hey, ich könnte das ja mal versuchen. Das da will ich auch einsammeln. Das könnte ein Kronstöckel sein. Die Leiter klettert er aber auch nicht ganz richtig runter. Ich probiere das mal. Würde mal interessieren, ob das klappt. Dann locken wir die alle an. Ja, mir kann ja nichts passieren, ne? Wahrscheinlich werde ich das gleich bereuen. Das ist eine gute Idee, war. Also so könnte ich es auch machen. Ich könnte auch Zauber verwenden, aber ich glaube, das könnte funktionieren. Ich habe ein bisschen Schiss irgendwie. Ich habe einen Mana-Punkt wieder bekommen. Oh, ich mache Flächenschaden mit dem Zauber. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, was ich hier gerade tue. Gerade weil ich auch nicht weiß, ob ich die überhaupt jetzt schon töten muss, ne? Könnte ja auch questrelevant sein. Das ist halt so die Frage, ne? Weil, wenn man jetzt hier irgendwas Krasses finden würde, was jetzt einen Hinweis auf den Alchemisten geben würde zum Beispiel oder so, aber das scheint hier nicht zu sein. Ich denke mal, das ist einfach eine Möglichkeit, hier an Geld zu kommen. Aber dann können wir das auch später machen. Dann lassen wir dieses
da fangen mal sein. Aber es funktioniert. Es funktioniert sogar relativ gut mit den Zaubern. Das kann man ja leicht wieder holen. Aber ich denke, jetzt ist das noch nicht vonnöten. Vielleicht täusche ich mich. Vielleicht hätte ich das auch speichern sollen. Wir werden es sehen. Ja, die Sache ist, der Typ, der steht da bei seiner Uhr. Da steht ja auch die ganze Zeit. Wahrscheinlich muss ich einmal bis zum Abend warten. Und das machen wir dann jetzt auch einfach mal. Vielleicht passiert ja auch nachts irgendwas in unserem Haus noch. Das kann ja auch sein. Sonst weiß ich auch gerade gar nicht genau, was ich alternativ so anstellen könnte. Das ist ja wirklich ein schönes Wetter hier. Die Musik nachts ist ziemlich cool, auch mit diesem Wolfgeheul im Hintergrund. Es ist kein Gerede. Also gerade, ich meine, die Wölfe machen wenig Sinn, weil hier, wo sollen hier Wölfe sein? Aber an sich ist das schon cool. Ah, der schläft auch. Leeres Lebensmittelpaket. Interessant. Hey. Frag mich, wofür ich das brauche. Brot und Wasser sind nicht alles, was dir zusteht. Vielleicht, mein Herr, aber wir wollen uns nicht beschweren. Aber vielleicht solltest du das tun. Ich habe ein sehr schweres Lebensmittelpaket für die Akolyten, das in einer Truhe eingeschlossen war. Ich habe auch Grund zu der Annahme, dass du dieses Fleisch, diesen Käse, diese Früchte und diesen Wein niemals bekommen würdest. Ich denke auch, dass du weißt, wessen Truhe es war. Herr, hast du in Bruder Toranos Truhe geschaut? Wenn er davon erfährt. Ich habe das Recht, nicht nur solche Orte zu besuchen. Und wird er es herausfinden? Er wird es mit Sicherheit herausfinden. Und er wird sicherlich nicht mehr dein Essen behalten und sich heimlich den Bauch damit vollschlagen. Aber Herr... Es gibt kein Aber. Verteile all diese Lebensmittel gleichmäßig unter den Akolytenbrüdern, damit sie auf diesem Feld nicht verhungern. Ich werde dafür sorgen, dass sich diese Situation nicht wiederholt. Vielen Dank im Namen von uns allen. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Ja, das ist doch nett. Mal gucken, ob das irgendwelche Konsequenzen haben wird. Zu dem dicken Mann. Ist der dicke Mann nicht dieser Typ hier drin gewesen? Ein verwirrtes Gesicht. Stimmt etwas nicht? Der Inhalt meiner Truhe ist verschwunden. In letzter Zeit passieren hier merkwürdige Dinge. Ich weiß nicht. Die Akolyten haben gerade ihre angemessene Verpflegung erhalten. Was bedeutet das? Wer und auf welche Weise? Ist das wichtig? Das Wichtigste ist, dass ich den ehrwürdigen Abt nicht mehr mit dem Problem der schlechten Ernährung der Akolyten belästigen muss. Bei dieser Gelegenheit könnte dein Name genannt worden sein. Wie du vielleicht schon vermutet hast. Ah, ja, sicherlich. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, diese Frage in Zukunft wieder aufzugreifen. Ja, in diesem Fall hast du absolut recht. Moment, Kumpel, wir sind noch nicht fertig. Wahrscheinlich habt ihr einen ziemlichen Bedarf an edlen Klostertränken. Ich beschwere mich nicht.
Manche Menschen sind wahrscheinlich sogar zu begierig, sie zu konsumieren. Sie meinen Bruder Lacrimon? Was heißt das? Bruder Lacrimon mag den Genuss von alkoholischen Getränken überhaupt nicht. Bruder Hieronius ist eine ganz andere Sache. Oh, ich muss einen Fehler gemacht haben. Ich kenne noch nicht alle hier so gut. Natürlich, natürlich. Zurück zu Hieronius. Er hat mich in letzter Zeit nicht mehr besucht. Mein Angebot ist für ihn uninteressant geworden, da er begonnen hat, andere, stärkere Getränke zu bevorzugen. Stärkere? Anis-Wermut. Starke Liköre, nach denen manche Menschen die Welt ein wenig anders sehen. Nicht alle dieser Getränke sind gesetzlich zugelassen. Was nicht heißen soll, dass sie nicht manchmal einen Versuch wert sind. Oh, ich dachte mir schon, dass du in dieser Sache Nachforschungen anstellst. Ich bin der gleichen Meinung wie du, aber... Soweit ich weiß, bist du nicht an deren Vertrieb beteiligt. Wer dann? Wir haben hier einen Schafhirten, der in seiner Freizeit... Verstanden. Diese Information stammt natürlich nicht von dir. Der Schafhirte ist also noch Alkoholhändler, alles klar. Ich interessiere mich für Anjoka. Einen Moment, wie kannst du das wissen? Von Hieronius. Hieronius, ich dachte es mir. Er muss sehr verzweifelt sein, wenn er einen Besucher in dieses Geschäft einweiht. Naja, nichts von alledem. Er hat mich für die letzten beiden Lieferungen nicht bezahlt, Herr. Das sind keine billigen Sachen und ich kann es mir nicht leisten. Also gut, in Ordnung. Ich möchte dich jedoch daran erinnern, dass die von dir ausgeübte Praxis nicht ganz legal ist. Die Schrift sagt... Herr Gnade, die Brüder haben bisher toleriert. Ich gehöre nicht zum Orden. Ich habe das Amt inne. Ja, Herr? Gib mir eine Flasche Anisette und wir vergessen die ganze Sache. Und mehr noch. Vielleicht gewinnst du einen weiteren treuen Kunden. Du weißt gar nicht, wie dankbar ich dir bin. Hier hast du sie. Hier ist das köstliche und raffinierte Getränk, nach dem du gefragt hast. Erzähl mir mehr. Was sind die Auswirkungen des Konsums dieses Anisette? Ich habe es noch nie ausprobiert. Oh, es ist ein ausgezeichnetes Getränk, obwohl Hieronius sich danach ziemlich seltsam verhält. Sein Körper ist jedoch durch den Missbrauch starker Getränke sehr erschöpft. Sehr. Verstehe, armer Mann. Das ist alles. Du kannst zu deinen Aktivitäten zurückkehren. Warte, Herr. Ich möchte dir noch einmal im Namen unserer bescheidenen Gemeinschaft von den Akolyten danken. Es kommt nicht oft vor, dass sich jemand um unsere alltäglichen Sorgen kümmert. Ich versichere dir, dass sich diese Lebensmittelsituation nicht wiederholen wird. Ich habe mich persönlich darum gekümmert. Umso größer ist unsere Dankbarkeit. Wir haben hier einen kleinen Beitrag für dich, von dem ich hoffe, dass du ihn nicht verschmähen wirst. Dies sind Schriftrollen magischer Beschwörungen, die uns ein gewisser Händler, der uns besuchte, zu seiner Zeit anbot. Leider lebt dieser Mann nicht mehr. Uns hingegen wurde kürzlich verboten, magische Schriftrollen zu verwenden. Nimm sie, Herr. Es ist ein bescheidenes Geschenk, aber wir haben sehr wenig. Die Schrift sagt, ein Bissen Brot, das von einem aufrichtigen Herzen geopfert wird, ist um ein Vielfaches mehr wert als ein Beutel Gold, wenn der Spender über ihren Verlust trauert. Ich danke dir. Wir werden sicherlich noch einmal die Gelegenheit haben, uns zu unterhalten. Rudel beschwören. Okay, das könnte noch sehr nützlich sein. Gerade auch, wenn man da unten die Gegend aufräumen will, wo die Warane waren. Wird sich das jemals ändern? Wie lange bist du schon auf dieser Insel? Nun, Herr, ich zähle die Jahre nicht mehr. Kennst du die Geschichte des Dormitoriums und seiner Bewohner? Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Wir dürfen nicht darüber reden, Herr. Bruder Nomitius hat uns strikt verboten, auf diese Angelegenheit zurückzukommen. Unter den Opfern war ein Akolyt. Kanntest du ihn? Nein, mein Herr. Ich erinnere mich nicht einmal mehr an seinen Namen. Vielleicht... Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Vielleicht erinnert sich Buridan an etwas, mein Herr. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Okay, Buridan. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Aber ich find's gut. Jetzt habe ich wieder ein paar Anhaltspunkte, wo ich weitermachen kann. Ich wollte dich nach diesem Akolyten fragen. Herr, die Schafe wollen nicht fressen, seit dieser Widder gestorben ist. Kanntest du ihn? Wie war sein Name? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hoffen wir, dass Rosaline nichts passiert.
Und das alles, weil ich persönlich zu meinen Brüdern gehen musste, den Fischern. Die Fischer, ja, alles wegen ihnen. Okay, die Fischer also. Das ist eine schlimme Sache. Wo ist dieser Typ, der hier am Tag aufpasst? Das war doch der Trinker, oder nicht? Verdient. Ist der irgendwo hier? Das wundert mich nicht. Das war doch klar. Das war der... Glaubst du wirklich daran? Ah, müssen wir auch noch stehlen, oder? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Von mir erfährt keiner was. Ich hab mir das schon gedacht. Ist jetzt alles richtig? Alter, ich hab gerade richtig Glück. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ja, und da hört's auf. Meinst du, mir geht es besser? Ich... Selbst ist er da nicht drauf gekommen. Wie das Scham. Davon lasse ich lieber die Finger. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Gut. Ich habe so einiges gehört. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Was hat er abgebrochen? Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Wo hast du das denn schon wieder hin? Abgebrochen. Das ist doch... Warum hört eigentlich keiner auf mich? Ich wundere mich über gar nichts mehr. Oh, schwarze Magie. Genauso wie du. Sehr interessant. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Hat er nicht gesagt, dass das Buch verschwunden sei? Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Hey, du! Glaubst du? Das ist interessant. Ich habe so einiges gehört. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Hey! Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Hey, der hat nichts zu erzählen. Er hat auf die falschen Leute gehört. Das hat er wirklich nicht verdient. Ja, dann können wir jetzt das mal in die Bücher blicken. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ah nee, das ist der gar nicht. Okay, das war Optimon. Das ist nochmal ein anderer. Schwarze Magie wurde oft von den Magiern selbst verurteilt und ihre Adepten waren oft isoliert, sogar in ihrer eigenen magischen Umgebung. Der Hauptgrund für den Streit war die ungenaue Definition, wo schwarze Magie beginnt und endet und wie sie sich von weißer Magie unterscheidet. Einige glauben, dass schwarze Magie im Gegensatz zu weißer Magie gegen die Naturgesetze handelte, da sie Energien manipulierte und veränderte, oft ohne Zustimmung der von dem Zauber betroffenen Person. Eine starke Beeinflussung der Umwelt gilt als schwarze Magie und wird verurteilt, aber ist die Unterscheidung nicht etwas übertrieben? Es gibt zwei Arten von Zauberkraft, moralisch und natürlich. Moralische Macht ist ein bewusster und absichtlicher Willensakt, bei denen im Kopf des Täters böse Ergebnisse entstehen. Natürliche Kraft ist viel beängstigender, da eine Person, die mit ihr ausgestattet ist, aufgrund eines angeborenen destruktiven Blicks unbeabsichtigt einen Zauber wirken und unwissentlich schädliche Auswirkungen auf das Opfer haben kann. Ihm kann ich das gar nicht erzählen mit dem Schwarzmagiebuch. Das finde ich jetzt interessant. Ich dachte ihm, könnte ich das erzählen. Ich habe dein Buch. Würdest du so freundlich sein und... Das würde ich auch, aber mit einer angemessenen Entschädigung. Schließlich bin ich derjenige, der sich selbst exponiert hat. Und ich mag auch Bücher. Und genau das mag ich an dir. Ich wusste, dass du es wert bist, dass man sich um dich kümmert. Ein Amulett für ein Buch. Ich bin sicher, dass du mit diesem Schmuckstück zufrieden sein wirst. Ich bin sicher, das werde ich. Ich hatte eine wunderbare Zeit der Zusammenarbeit mit dir. Nochmal +12, das ist... ordentlich. Das ist gut.
Ich mag es, wie man nach und nach hier so Informationen bekommt, aber nie zu viel auf einmal. Und dann auch an unterschiedlichen Baustellen. Aber es geht dann trotzdem irgendwie weiter. Immer nur arbeiten und arbeiten. Ja, aber ich beschwere mich nicht. Braucht es für eine solche Tätigkeit nicht mehr helfende Hände? Nein, natürlich nicht. Das erfordert Ruhe und du lenkst uns immer wieder von unserer Arbeit ab. Mal gucken, ob er noch mehr sagt. Kennst du diesen Akolyten, der... Herr, wir haben wirklich keine Zeit zum Beobachten und Reden. Wir arbeiten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Wir erfüllen unsere Aufgaben so gut wir können. Ich habe keine Ahnung, worauf sich Buridan bezog. Diese Fischer, selbst wenn sie etwas wissen, verlieren kein einziges Wort darüber. Worauf ist zu achten? Ich brauche eine kleine Spur. Ich werde noch ein bisschen am Strand spazieren gehen. Ich schätze mal jetzt muss ich zur Höhle und dann finde ich da irgendwas. Da? Womit denn? Ja, vielleicht auch nicht. Komisch, dass man nicht danach fragen kann. Moment mal, da ist doch noch was. Verdammt, was ist los? Er will mich wohl ansprechen. Ich habe den Schlüssel. Ich habe den Schlüssel. Ich habe den Schlüssel nicht weggeworfen. Das Gestern ist Vergangenheit, das Morgen ist ein Geheimnis und das Heute ist ein Geschenk des Schicksals. Du weißt etwas. Sag es mir. Wenn wir uns daran erinnern, dass wir alle verwirrt sind, verschwinden die Rätsel und das Leben wird verständlich. Nimm den Schlüssel. Sie warten. Wofür ist der Schlüssel? Da ist der Schlüssel. Die Höhle. Hier ist nichts mehr zum Aufschließen, oder? Womit denn? Hier hinter noch was. Schalter oder so. Oder der Schlüssel für die Truhe der Fischer. Soweit ich weiß, hatten sie auch eine. Kaufmannsgürtel. Okay, die haben sehr viel Silber. Das könnte das Silber sein, was eigentlich für die Kapelle bestimmt war. Oder es war ihre Bezahlung für irgendetwas. Kaufmannsgürtel kann ich auf jeden Fall tragen. Und sprechen wir die doch einfach nochmal an. Was ist los? Jetzt müssen wir uns ernsthaft unterhalten. Du schon wieder. Mehr Respekt. Ich erinnere dich daran, dass du nur ein eigensinniger Akolyt bist, der nicht zu begreifen scheint, dass er plötzlich den Zorn eines einflussreichen Beamten auf sich zieht. Ich verstehe nicht. Ich werde über dein Verhalten und deine Respektlosigkeit gegenüber meiner Person schweigen, aber jetzt möchte ich alles erfahren, was du über das Dormitorium weißt. Ich will die Wahrheit wissen, weil du sie kennst. Aber warum eine solche Annahme, Herr? Bescheidene Fischer schlürfen Wasser aus silbernen Bechern, essen Fisch auf silbernem Geschirr im Licht silberner Kerzenleuchter. Und der Händlergürtel hilft beim Angeln sehr. Solche Gürtel sind nicht käuflich.
Dies ist ein Zeichen der Zugehörigkeit zu einer Händlergilde. Wie? Woher weißt du das, Herr? Jetzt bin ich es, der Antworten auf meine Fragen erwartet. Gut. Jetzt, wo du unser Geheimnis kennst, wird Aragorn dir alles darüber erzählen. Ja, dann erzähl mal, Kumpel. Gut, dass du es bereits weißt, My Lord. Diese Last lastet schwer auf uns und unser Gewissen erlaubt uns nicht, friedlich zu leben. Lass hören. Nach diesen schrecklichen Ereignissen, wenn die nächste Person, dieser Händler, unser Akolyth-Bruder Navarro entschied. Einen Moment mal, der Bruder des Akolythen Navarro. Ja, wir haben hier zusammengearbeitet, wir drei. Entgegen dem Anschein ist Fischfang harte Arbeit und jedes Paar Hände unbezahlbar. Navarro war am längsten von uns hier und die Zeit seines Gelübdes rückte näher. Und dann geschahen die Gräueltaten. Hyloch, ein Bekannter von ihm und schließlich dieser Händler, uns wurde von Normicius ein absolutes Hausverbot erteilt, nachdem diese Exzesse. Navarro entschied sich jedoch, dies zu ignorieren. Für den toten Kaufmann waren seine weltlichen Güter, sein Gold, nichts mehr wert. Und er beschloss, sich den Inhalt seines Koffers anzusehen. Als er all diese Dinge brachte, wir haben uns riesig gefreut. Alles schien glücklich zu enden. Doch in derselben Nacht wurden wir durch den schrillen Schrei von Navarro geweckt. Mit Wahnsinn in den Augen, unverständliche Worte murmelnd, rannte er wieder dorthin. Ein Blitz erhellte die schwarze Nacht und die Stille wurde von ohrenbetäubendem Donner durchbrochen. Ja, ich glaube, ich weiß, was dann geschah. Wir waren entsetzt. Wir haben Sachen aus dem Dormitorium in unserer Truhe versteckt. Castillo und ich beschlossen zu schweigen, obwohl bisher niemand mit uns darüber gesprochen hat. Wir sind nur von Bruder Normicius angewiesen worden. Ich denke, ich habe genug gehört und dieses Gespräch bleibt unter uns. Du brauchst den Zorn des Herrn und die Folgen eines Verstoßes gegen dieses Verbot nicht zu fürchten. Was diese Gegenstände betrifft, ich nehme sie zurück. Die Schuld, Informationen über Navarros Unterschlagung dieser Gegenstände zurückgehalten zu haben, wird euch vergeben. Das war alles. Aber man muss sagen, er macht jetzt, also als Ermittler, keinen schlechten Job, weil er zum Beispiel ja auch sieht, wer wie schwer wirklich jetzt gesündigt hat oder gegen das Gebot verstoßen hat. Und ja, die Fischer, er weiß, dass sie jetzt weiter zu strafen oder so nicht viel bringen würde, ne? Es war also Navarro, der den Orden in Verruf brachte. Würde dieser Messdiener mit seiner Anmaßung und Gier, die im Widerspruch zu den klösterlichen Grundsätzen stehen, sich den harten Konsequenzen seiner Tat unterwerfen oder saß er in einer Falle? Es gibt noch viele unbeantwortete Fragen. Kann ich jetzt nochmal mit ihm sprechen? Frag mich, ob ich diesen Normicius auf die Sachen ansprechen kann. Navarro als Geist. Hey, du! Seit du auf der Insel erschienen bist, habe ich dich genau beobachtet, Inquisitor. Und gerade jetzt hast du beschlossen, dass es Zeit für ein Treffen ist, Navarro? Du kennst meinen Namen, entehrt und verboten. Lange Gewänder fesseln den Körper und Reichtum fesselt die Seele. Ich bin der Versuchung erlegen. Ich kann den Kummer und die Sehnsucht in deiner Stimme spüren. Willst du mir etwas sagen? Die Seele ist in unserem Körper, wie eine Spinne in ihrem Netz. Sie kann sich nicht bewegen, ohne die weit verzweigten Fäden des Netzes in Bewegung zu setzen. Und umgekehrt, es ist unmöglich, einen dieser Fäden in Gang zu setzen, ohne die Spinne zu bewegen. Ich habe das Gefühl, dass du mir nicht helfen wirst, die Wahrheit zu erfahren und klare Antworten zu geben. Denk daran, dass das, was heute wahr ist, sich morgen als falsch herausstellen kann. Und obwohl der Regen die heißen Wünsche kühlt und die Sonne die durstige Seele wärmt, der grässliche Wind wird sie weit wegtragen. Lebe wohl, Inquisitor. Ja, der hat jetzt viel gesagt, was viele mögliche Hinweise sein könnten auf Orte, wo man noch weitere Informationen bekommt, aber ja, gerade jetzt sagt er mir nicht viel. In der verfluchten Einsamkeit traf ich den Geist von Navarro. Dieser Akolyth, verflucht und vergessen von der Gemeinde des Klosters, wollte mir etwas sagen. Ich spüre, dass sein Geist von Sehnsucht und Trauer geplagt war, dass er Angst hatte und verloren war. Er erwähnte auch eine Spinne und ein Spinnennetz, was auch immer das bedeutet.
Ich habe das Gefühl, dass ich die Fäden bereits in Bewegung gesetzt habe. Ja, und was das bedeutet, das werden wir vielleicht in der nächsten Folge herausfinden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Die Folge ist jetzt vorbei, doch morgen wird es weiter sein bereit. Denn morgen gibt es